hohen Einsätze. Ist ganz klar, wenn ich jetzt sage, ich spiele jetzt 40 Cent die Runde, 60 Cent die Runde, dann ist natürlich mein Einsatz auch gleich verdreifacht. Das ist schon ein Unterschied, wenn er jetzt 25 Euro abzieht, 25,80 Euro abzieht oder wenn er jetzt 80,40 Euro abzieht. Ne? Das merkt man also schon dann eher. Dann hat man also nicht mehr so viel Spielraum, um da noch ein bisschen nachzuziehen. Dann habe ich hier also schon mehr vom Einsatz her. Aber da muss ja jeder selber wissen. Kommt natürlich immer darauf an, wie gut die Bonität bei dem einen oder anderen ist. Nur ein kleiner Tipp von mir. Aber vom Einsatz her muss natürlich jeder selber wissen, wie er da weiter agiert. So. Da ist man mal gespannt, was er da in Position 4 reinhaut. Mal 3, ist schon mal gut. Zieht er die 63 auch natürlich mal 3. Das sind natürlich die interessanten Sachen. Jetzt muss er schön verlängern. Da gibt es wieder Schmalz auf dem Tacho. Ah, plus 1 ist das Bitterle. Und? Mal 3 ist schon mal Leckerchen. Oh, sieht gut aus, Leute. Jetzt kann was passieren. Jetzt nochmal Multiplikator dran, da darf natürlich jetzt nicht abscheißen, muss schön im Spiel bleiben, das Ding. Mal 10, schade. Aber auch lecker. Position 1, wenn das jetzt auf Position 4 gewesen wäre. Und, oh, lecker, macht weiter. Ah, da hat er keinen Multiplikator reingehauen. Oh, zieht noch weiter durch das Ding. Geil. Okay, das sind also erstmal kleine Dinger, da der Schmuck am Nachthemd. Plus 1, da plus 2. So, da auch noch plus 1. Oh, das ist schön, das Ding ist lecker. Mal 2, wenn er den jetzt gleich nochmal multipliziert, dann gibt es eine richtige Kanone. Schönes Ding. Ich hoffe, man macht weiter. Und? Nee, leider abgefurzt. Aber trotzdem akzeptablen Gewinn, wenn man so sagen darf. Gewinn ist schon wirklich akzeptabel. Hammer. Das hat sich doch so gewendet. Schauen wir mal nach, wie viele Moneten wir jetzt draufkriegen. Ja. 322 Euro. Hammer, ey.